Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Im letzten Part, ja, was ist im letzten Part eigentlich alles passiert? Da weiß wieder mal das Tagebuch viel besser Bescheid, deswegen lesen wir es am besten wieder kurz durch. Und zwar nämlich zwei Sachen haben wir. Erstmal der seltsame alte Mann. Zu unserem Entsetzen liefen wir soeben dem Entführer über den Weg. Und nicht nur das, der finstere Greis war gerade dabei, mit Ramons Leiche im Gepäck Reis auszunehmen. Wir wollten sogleich dem Inspektor davon berichten, doch noch bevor wir zur Sprache kamen, stand Ramon auf einmal wieder vor uns. Was geht hier vor? Und außerdem dann noch die morgendliche Vorladung. Ich hatte insgeheim gehofft, unseren zweiten Tag hier in Sand Mysterium mit einer guten Tasse Tee zu beginnen. Doch daraus wird leider nichts, denn wir wurden früh morgens von Inspektor Jamie zur Villa Reinhold zitiert. Wir sollten uns Stantepede auf den Weg machen, bevor dem Inspektor der Geduldsfaden reißt. Aber trotzdem haben wir im letzten Part noch drei Rätsel zwischendrin, glaube ich, lösen dürfen und eventuell noch weitere. Und neue Geheimnisse haben wir dann auch gleich freigeschaltet, die mit dem alten Mann bestimmt zu tun haben und auch mit Ramon. Genau. Hier geheimnisvolles Grollen erstmal. Nach Sonnenuntergang erschallt in den Straßen von Sand Mysterium oft ein markerschütterndes Grollen. Das Geräusch stammt angeblich aus dem Turm, doch niemand im Dorf scheint zu wissen, was genau es verursacht. Die Einwohner behaupten zudem, dieser nervenzermarternde Lärm schalle in letzter Zeit immer öfter durch die Nacht. Und dann haben wir noch Ramons Gedächtnisverlust. Als Layton und Luke Ramon endlich fanden, mussten sie entsetzt zusehen, wie dieser von einem alten Mann grob in einen Sack gesteckt und entführt wurde. Zur Verblüffung aller erschien Ramon kurz darauf putzmunter in der Villa, ohne sich im geringsten an sein Schicksal zu erinnern. Was hat das mit Ramons Amnesie auf sich? Das frage ich mich auch. Das werden wir hoffentlich nochmal später irgendwann herausfinden können. Gut, aber jetzt gehen wir dann erstmal weiter, würde ich sagen. Wir haben nämlich schon im letzten Mal ganz am Ende hier auf dem Boden irgendwas glitzern sehen können. Das wollen wir jetzt mal kurz anklicken. Was ist denn das eigentlich? Was liegt denn hier auf dem Boden? Es sieht aus wie ein Zettel aus einem Notizbuch. Was steht denn darauf, Luke? Mal sehen. Also... Es ist einfach schrecklich. Baronin Viola hat eine schlimme Grippe und liegt seit Tagen im Bett. Ich bin kein Arzt und weiß nicht, wie ich ihr helfen kann. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Baronin Viola, oh, offenbar ist da von der ersten Gemahlin des Barons die Rede. Während ich diese Zeilen verfasse, bin ich so traurig wie selten zuvor. Der Chef ist verzweifelt, sei das seine geliebte Frau verloren hat. Oh, könnte ich ihm nur helfen? Er macht den Eindruck, als würde er seines Lebens nicht mehr froh. Und das war's. Wer immer dies geschrieben hat, muss dem Baron und seiner Familie sehr nahe gestanden haben. In der Tat, Alles sehr mysteriös, aber erstmal noch weiter umgucken, ob wir hier noch irgendwelche anderen Sachen finden können. Ist hier jetzt irgendwas Neues aufgetaucht eigentlich? Ich denke mal nicht, es steht auf jeden Fall keine Kerze rum. Deswegen wird er dann, glaube ich, auch kein Rätsel sein. Aber eventuell hatte der Kollege ein Rätsel für uns. Das könnte durchaus sein. Hallo ihr zwei, ihr seid bestimmt hier, um mein Rätsel zu lösen. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Ja, natürlich hast du recht, in der Tat. Wir wollen auf jeden Fall weitere Rätsel lösen. Nämlich Rätsel 59, der längste Weg für sogar 50 Pikarat. Also gar nicht mal so einfach. Okay. Zwei Jungen wollen in einem Stadtteil, der auf der Karte unten dargestellt ist, den längsten Weg von Punkt A nach Punkt B finden. Als einzige Regel dürfen sie jede Gasse höchstens einmal durchqueren. Welchen Weg sollten sie einschlagen? Okay. Das ist eigentlich ganz cool. Den längsten Weg, finde ich, darf hier dann eins sein, oder? Genau. Okay. Ja, ich werde einfach mal ein bisschen rumprobieren. Geh mal hier unten rum. Dann noch hier so. Und hier so. Das sieht doch schon mal relativ lang aus, der Weg, finde ich. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt einen anderen Weg einzeige, dann weiß ich nicht unbedingt, ob der jetzt wirklich länger ist oder ob ich mich dann nur täusche. Das weiß ich nicht genau, aber an sich sieht der schon mal relativ gut aus, der Weg, finde ich. Ja, okay, ich merke mir den mal so ein bisschen. Wenn ich jetzt mal wieder neu anfange, machen wir löschen. Und ich gehe zum Beispiel hier am Anfang hier so entlang. Ne, das ist kürzer. Der Weg hier, glaube ich. Ne, der ist nicht so lang. Der ist auf jeden Fall nicht so einfach, hier den optimalen Weg zu finden. Der hier sieht doch auch ziemlich gut aus. Der sieht auch ziemlich gut aus, ja. Ist der jetzt länger als der, den ich gerade eben angezeigt habe? Das weiß ich jetzt nicht genau. ich würde sogar schon vermuten, dass der sogar noch mal ein bisschen länger ist eigentlich. Die Frage ist, kann ich jetzt da noch mal einen längeren finden als den? Ich meine, das Problem ist, dass wir immer noch einige Straßen nicht entlang gegangen sind. Vor allem wäre es nicht eigentlich besser, wenn A am Anfang, mal löschen, wenn A am Anfang nicht hier abbiegen würde, sondern hier so reingehen würde? So entlang? Das habe ich ja gerade eben schon getestet. Oder vielleicht, wenn ich sowas mache. So. Der ist auch verdammt lang, der Weg. Der ist, glaube ich, sogar nochmals ein bisschen länger als der, den ich davor angezeigt habe. Also nochmal davor habe ich ja, ich hoffe, ich kriege den nochmal hin. Davor habe ich ja den Weg angezeichnet.
Ne, warte mal, jetzt krieg ich nicht mehr hin, das dachte ich mir schon. Welcher Weg war das nochmal? Hier so, glaube ich. Genau so. Der hier. Und der ist auch sehr, sehr lang. Aber wenn ich mir das so vorstelle, dann ist, glaube ich, der andere Weg, den ich gerade eben eingezeichnet habe, noch mal ein bisschen länger. Vor allem, weil ich halt hier die beiden Ecken links oben und rechts unten gar nicht benutze. Und vor allem die Ecken sollte ich wirklich alle benutzen. Und, na komm, geh nach unten. Deswegen ist der hier dann schon wirklich sehr, sehr lang. Vor allem hier lasse ich nämlich keine einzige lange Gasse aus. Ich lasse nur kurze Gassen aus. Nämlich nur die da in der Nähe bei A, die lasse ich aus. Und die lasse ich aus. Und die. Und die. Und die. Und die. Und die. Und die. Es sind schon einige, die ich auslasse. Aber es sind alles nur kurze. Und das ist schon einiges wert. Deswegen würde ich mal behaupten, dass es dann eigentlich der hier sein müsste. Weil ich kann es da auch nicht wirklich einen anderen mir vorstellen, der noch länger ist als der. Und wo ich halt auch keine Kreuzung zweimal entlang laufe, wie es die Regel ja gesagt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch besser geht. Deswegen werde ich das sogar ohne Hinweis mal nehmen. Ist ein bisschen riskant. Ja, vor allem, das hat ja auch 50 Pikarat. Das ist schon sehr viel eigentlich. Soll ich doch einen Hinweis vielleicht benutzen? Nee, ich werde es mal spannend machen. Ich nehme keinen und wir gucken mal, ob das stimmt. Ich bin sehr gespannt. That should do it. Puh, okay. Critical thinking is the key to success. Da fällt jetzt auch eine große Last von mir ab, weil es hätte jetzt auch durchaus falsch sein können, aber es war offenbar dann wirklich der beste Weg. Genau. Gut gemacht. Da wir gerade von Spaziergängen reden, warst du heute schon draußen? Warum drehst du nicht eine Runde, wenn gerade die Sonne scheint? Die Sonne? Draußen? Nein, ich bin Zocker. Puh. Klasse gemacht, das war kein Problem für euch, was? Natürlich nicht, ihr seid Profis. Ihr habt ganz schön was auf dem Kasten, wisst ihr das? Klar wisst ihr das, ihr seid ja auch gebildet. Vielen Dank. Sehr freundlich. Okay. Dann gehen wir auch gleich weiter. So, steht da nochmal jemand rum vielleicht? Ne, niemand. Dann gibt es hier wahrscheinlich auch keine weiteren Rätsel mehr. Okay. Und steht hier jemand rum? Ja, schon. So irgendwie die Claudia nämlich. Hat die Claudia ein Rätsel für uns? Aber vielleicht fällt den beiden ja halt beim Anblick von Claudia ein Rätsel ein. Ja, wenn das nicht Claudia ist, die wieder mal Sandmist der unsicher macht. Das erinnert mich an ein schönes Rätsel, mein Junge. Genau, wusste ich doch. Dass sich dann die beiden an ein Rätsel erinnern würden. Also halt genauer gesagt Leighton. Rätsel 60, Kätzchen wiegen für 30 Pikarat. Kätzchen wiegen. Okay. Sieht interessant aus. Diese drei Sorten Plüschkätzchen haben je nach Farbe ein anderes Gewicht. Beispiele 1 und 2 zeigen dir die relativen Gewichte an. Auf der linken Waagschale sitzen drei rote und vier schwarze Kätzchen. Auf der rechten vier weiße und eine schwarze. Welche Waagschale wird sich senken, sobald du wiegst? Die linke, keine oder die rechte? Tippe die Antwort auf dem Touchscreen an. Okay, ich darf wieder mal nicht zeichnen wahrscheinlich. Das ist natürlich wieder doof. Aber na gut, müssen wir trotzdem dann irgendwie hinkriegen. So. Also wir haben als Referenzen die beiden unteren Wagen 1 und 2 und die obere in der Gedankenblase. Die sollen wir herausfinden. Okay. Aber dürften wir eigentlich schon hinkriegen. Ja genau, wir können es nämlich so machen. Wir schauen uns erstmal Waage Nummer 1 an. Weil da wird ja gesagt, dass vier weiße Kätzchen genauso viel wiegen wie fünf schwarze Kätzchen. Das heißt, bei der Wiegung, die wir herausfinden sollen in der Gedankenblase, da können wir quasi die vier weißen Kätzchen durch fünf schwarze Kätzchen, oder durch fünf schwarze Kätzchen ersetzen. Deswegen müssen wir dann quasi herausfinden, wie sich drei rote und vier schwarze Kätzchen zu sechs schwarzen Kätzchen verhalten. Es sind aber auf beiden Seiten vier schwarze Kätzchen, deswegen können wir die jeweils auf beiden Seiten wegnehmen und haben nichts verändert. Deswegen ist es genauso gut, wenn wir herausfinden, wie sich drei rote Kätzchen zu zwei schwarzen Kätzchen verhalten. So, und wir sehen ja genau, ich habe schon herausgefunden, wir sehen ja bei der zweiten Waage, dass drei rote Kätzchen genauso viel wiegen wie zwei schwarze Kätzchen, aber obendrein kommt noch ein weißes Kätzchen. Wir sollen jetzt herausfinden, wie sich drei rote Kätzchen zu zwei schwarzen Kätzchen verhalten, weil das haben wir herausgefunden, dass man das da so kürzen kann, wenn man eben die vier weißen durch die fünf schwarzen ersetzt und auf beiden Seiten vier schwarze wegnimmt. Dann hat man eben drei rote zu zwei schwarzen. Und wir wissen, dass drei rote genauso schwer sind wie zwei schwarze und aber noch zusätzlich eine weiße. Das heißt, wenn wir jetzt die weiße wegnehmen, dann werden die drei roten Kätzchen schwerer sein. Sprich, dort wird die Waage nach unten gehen. Also ist A die richtige Antwort. So, jetzt lassen wir mal kurz überlegen, ob ich jetzt nicht irgendwo einen Fehler gemacht habe. Also wir ersetzen die vier Weißen durch die Schwarzen, kürzen auf beiden Seiten vier weg, weil die auf beiden Seiten vorkommen, haben dann drei Rote zu zwei Schwarzen. Wir wissen laut der zweiten Waage, dass drei Rote genauso viel wiegen wie zwei Schwarze und aber noch eine Weiße muss oben drauf gepackt werden. Deswegen
sind die drei roten schwerer als die zwei schwarzen. Deswegen geht's bei A nach unten. Ne? Dürfte doch, glaube ich, dann soweit stimmen. Und die Frage ist ja auch, wo es nach unten geht. Nicht, wo es nach oben geht, sondern wo es sich senkt. Und das ist dann eben bei A der Fall. Deswegen, ja, das werde ich nehmen. How does this sound? Okay, sehr gut. Lightning's Apprentice saves the day. Hat mir auch gefallen, das Rätsel, weil das waren quasi auch wieder Gleichungssysteme, die wir jetzt im Kopf gelöst haben. Ich durfte halt jetzt nichts aufschreiben, ich hätte es ansonsten hingeschrieben, vielleicht, aber es waren quasi auch Gleichungssysteme, die wir lösen sollten. Und das finde ich wieder mal sehr cool. Excellent, du brauchst nur die roten Katzen links durch hier unten gezeigtes Äquivalent an weißen und schwarzen Katzen zu ersetzen. Danach kannst du die weißen Katzen durch das gezeigte Äquivalent an schwarzen Katzen ersetzen. Damit wird das Rätsel zum Kinderspiel. Okay, die haben es andersrum gemacht als ich. Ich habe zuerst die erste und dann die zweite Information benutzt und sie zuerst die zweite und dann die erste, aber im Endeffekt ist dasselbe. Du hast dann nämlich 6 schwarze Katzen auf der rechten Seite und 6 schwarze und eine weiße auf der linken. Also musst du die linke Waagschale, oder muss die linke Waagschale sich senken. Genau, wie gesagt, war genauso, nur ich habe es halt andersrum gemacht. Ich habe zuerst Information 1 und dann 2 benutzt und hier in der Vorlage wurde zuerst 2 und dann 1 benutzt, aber ist im Prinzip dasselbe. Wenn man das Problem erst einmal richtig richtig betrachtet, ist es gar nicht mehr so schwer, nicht wahr? Okay. So, dann werden wir eintreten. Und dann gleich herausfinden, was denn uns Shelmy eigentlich so Wichtiges sagen will. So, hier ist erstmal gar nichts, anscheinend. Gut, dann gehe ich auch gleich weiter. Wollen Sie mich vergiften? Was sind das für abscheuliche Dinger? Sie Dummkopf, und Sie wollen ein Butler sein? Es tut mir so leid. Ich bitte vielmals um Vergebung, Herr Inspektor. Ich hasse Süßigkeiten. Allein bei dem Anblick wird mir schon schlecht. Weg mit dem Teller sofort. Oh, aber natürlich, sofort. Oh, der arme Matthew. Knurr. Ah, Layton, das sind Sie ja. Sie wollten uns sprechen, Inspektor Jamie. Meine Quellen sagen mir, Sie hätten sich in meinem Fall eingemischt. Was führen Sie im Schilde? Es war nicht unsere Absicht, uns einzumischen. Jedoch ergeben hier zu viele Dinge einfach keinen Sinn. Überlassen Sie die Ermittlungen mir und suchen Sie nach Ihrem goldenen Apfel, oder wie das heißt. Zermartern Sie sich nicht, Ihr kleines Köpfchen. Ich werde Simons Mörder mit Sicherheit finden. Nun, wenn Sie weiter nichts zu sagen haben, ich habe zu arbeiten. Verstanden. Einen schönen Tag noch, Herr Inspektor. Das war alles, was er uns sagen wollte? Dieser Inspektor hat ja Nerven, uns einfach so vorzuschicken. Nochmal, ich mag ihn gar nicht. Was meinst du, Luke? Wollen wir Ramon zu den gestrigen Ereignissen befragen? Das wollen wir unbedingt, ja. Wieder zurück nach oben. So. Wo ist denn der Ramon eigentlich? Keine Ahnung. Ich darf auch nicht in den anderen Raum, weil der durchtrainierte Typ den Weg versperrt. Ich rede einfach nochmal mit allen, weil die eventuell Rätsel für mich haben. Oh, Professor, Sie müssen mir einfach helfen. Ich bin schon wieder an einem Rätsel gescheitert, sowas aber auch. Als ein Mann von Welt wissen Sie ja, dass Frauen nichts anziehender finden als Rätselkompetenz. Ich zähle auf Sie. Bitte verdammen Sie mich nicht zu ewigem Junggeselltum. Ach man, ne. Okay. So, hier haben wir Rätsel 61 Nagelbrettfiguren für 40 Pikarat. Okay. Nagelbrett, ja. Die Kreuzfigur auf dem Nagelbrett unten umschließt 9 Nägel. 16 der Nägel liegen außerhalb der Figur. Merk dir das Beispiel, denn jetzt bist du an der Reihe. Konstruiere eine Kreuzfigur, die 17 Nägel enthält, während 16 außerhalb liegen. Du kannst die Größe der Figur selbst bestimmen. Nochmal. Die Kreuzfigur auf dem Nagelbrett unten umschließt 9 Nägel und 16 liegen außerhalb. 9 sind innen, nämlich die hier. Ja, und 16... sind außerhalb. Bestimmt. Merk dir das Beispiel, jetzt bist du an der Reihe. Konstruiere eine Kreuzfigur, die 17 Nägel enthält, während 16 außerhalb liegen. Okay, was heißt denn jetzt enthält? Heißt enthält, dass das Kreuz jetzt aus 17 Nägeln besteht oder dass innen drin 17 sein müssen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden irgendwie. Während 16 außerhalb liegen. Ich meine, das Nagelbrett hier, wie viel hatten das? Das ist ein 7x7 Nagelbrett. Das hat insgesamt 49 Nägel. Und 17 sollen enthalten sein und 16 sollen
außerhalb sein. Nee, dann ist es wahrscheinlich so mit enthält, ist einfach auch gemeint, dass die innen drin sein sollen. Dann sollen 17 Nägel innen drin sein, 16 sollen außen sein und das Dingenses selber besteht dann aus weiteren 16 Nägeln. Weil 17 plus 16 plus 16 dann 49 ergibt und 49 sind es insgesamt. Okay, also ich soll ein Kreuz konstruieren, das aus 16 Nägeln besteht und das 17 innen hat und 16 außen, quasi. Okay. So eine Kreuzfigur. Ja, wahrscheinlich ist der Trick, dass die irgendwie gedreht sein muss oder sowas. Ich probiere es einfach mal ein bisschen rum. Wie ich es am besten machen kann. Ich meine, die darf ja auch kleiner sein. Ja gut, aber das Problem ist, wenn ich es so mache, dann sind da auf gar keinen Fall 17 Nägel drin. Das ist, glaube ich, eher erstmal das Problem, dass ich es irgendwie schaffen muss, dass da 17 Nägel innen drin sein soll. Das ist sehr, sehr viel. Weil beim Beispiel Kreuz sind ja auch nur 9 insgesamt drin. Also ich muss fast das Doppelte schaffen. Das ist sehr, sehr viel. Also das Kreuz muss ziemlich groß sein. Ja, ich kann mal versuchen, wenn ich das nochmal ein bisschen größer mache. Hier so zum Beispiel. So. Wie sieht's denn dann aus? Da haben wir jetzt innen drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perfekt. Und außen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja. Ne? Warst du schon? Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass er jetzt so schnell die Lösung dafür finden würde. Aber doch, das dürfte sogar eigentlich schon passen. Ich meine, das, was ich da eingezeichnet habe, das ist ja auch durchaus eine Kreuzfigur. Das ist zwar ein sehr, sehr breites und kein sehr längliches Kreuz, aber das ist ja an sich egal. Es muss ja nur irgendwie eine Kreuzfigur haben und das hat es. Und es erfüllt alle Vorgaben, weil 17 innen und 16 außen sind. Und ich meine, so schwierig war das Rätsel gar nicht mal. Denn man muss sich eben erstmal klar machen, dass es echt überhaupt nicht einfach ist, dass da 17 Nägel innen drin sein sollen. Und deswegen muss man halt dieses Kreuz sehr, sehr groß und sehr breit machen. Und wenn einem das klar ist, dann gibt es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, die dann wirklich funktionieren können. Und dann kommt man eigentlich relativ schnell auf die Lösung hier, finde ich. Okay. Ja, ich kann es eigentlich nehmen, oder? Es passt ja. Ich habe immer noch ein bisschen Angst irgendwie, dass ich noch einen Fehler gemacht habe. Aber an sich... An sich soll es eigentlich passen. Ich nehme es mal. There we go. There we go. Yay, sehr schön. Critical thinking is the key to success. Läuft doch recht gut. Stimmt genau. Das Rätsel ist im Handumdrehen gelöst, wenn du erst einmal darauf kommst, die Figur diagonal zu platzieren. Manchmal muss man einfach nur ein bisschen kreativ denken, um Rätsel zu lösen. Das habe ich sogar schon relativ früh rausgefunden. Oder das dachte ich mir schon relativ früh, dass eventuell das Ding gedreht sein muss. Vor allem, wenn das Kreuz nämlich gedreht ist, dann ist da auch ein bisschen mehr Platz dafür, für die ganzen mittleren Nägel. Und dann ist es auch nochmal leichter, da dann halt eben 17 Nägel irgendwie in die Mitte zu packen. Genau. Okay. Danke, mein Bester. Nur wo dieses Rätsel gelöst ist, sehe ich mich schon vor dem Traualtar stehen. Ja, bestimmt. Wanduhr, die kommt mal zu, Layton. Keine Ahnung. Okay. So, dann reden wir mal kurz auch noch mit der Dahlia. Oh, Professor, wie froh ich bin, Sie gerade jetzt hier zu haben. Ich möchte Sie um etwas bitten. Hast du auch ein Rätsel? Nur zu, verehrte Baronin. Ich stehe voll und ganz zu Ihren Diensten. Die hatte bisher, glaube ich, noch nie ein Rätsel, oder? Hat sie jetzt eins? Vielen Dank, Professor. Würden Sie mir dieses Rätsel lösen? Doch, sie hat eins, okay. Ich fühle mich ihm nicht gewachsen und von selbst löst es sich nicht. Sowas aber auch. Okay, ich helfe gerne. Vor allem einer Dame in Not, ich bin ja ein Gentleman. Rätsel 63, wie alt ist Mutter für 20 Pikarat? Okay, wieder so eine Altersgeschichte. Vater und Sohn halten einen Schwatz. Der Vater sagt, Sohn, weißt du, es gab mal eine Zeit, da war dein Alter hier doppelt so alt wie deine Mutter. Natürlich war ich im Jahr darauf nur noch anderthalb Mal so alt wie sie, aber erstaunlich ist es doch, findest du nicht? Wenn der Vater 44 Jahre alt ist, wie alt ist dann die Mutter? Okay, ja, das können wir wieder mal. Darf ich denn malen? Darf ich? Das können wir wieder mal, wie so oft, mit Gleichungssystem machen, denn das sind wieder mal zwei Gleichungen. Mit dem Alter des Vaters und der Mutter und dann kann man da wieder mal drauf kommen. Das könnte man auch wieder durch Ausprobieren lösen. Ich kann es erstmal durch Ausprobieren versuchen herauszufinden, aber ich werde trotzdem das Bedankungssystem machen, weil ich ja schon gesagt habe, dass es viel cooler ist. Also, es gab mal eine Zeit, wo er doppelt so alt war wie sie und ein Jahr später war er dann schon anderthalb Mal so alt. Das ist ein ziemlich heftiger Sprung, finde ich. Wenn er mal 10, also ich meine, er war mal 10 und dann hätte sie zu dieser Zeit 5 sein müssen. Und ein Jahr später war er 11 und sie 6. Und das ist nicht anderthalb Mal. Das ist immer noch weniger. Deswegen, die müssen noch jünger gewesen sein. Wenn er, oder wo er 6 Jahre alt war, muss sie dann 3 Jahre alt gewesen sein. Und als er 7 war und sie 4, ist es nicht das anderthalbfache. Aber wir kommen der Sache schon näher. Wenn er 4 war,
Dann war sie damals 2. Und als er dann 5 war sie dann 3. Aber das ist immer noch nicht das anderthalbfache. Das ist immer noch ein bisschen mehr. Deswegen ist das immer noch zu viel. Das heißt, wo er 2 Jahre alt war, war sie 1 Jahr alt? Ja, das passt tatsächlich, genau, das ist ziemlich witzig. Wo er 2 Jahre alt war, war sie 1 Jahr alt. Und im nächsten Jahr war er 3 und sie 2. Und 3 ist das anderthalbfache von 2. Denn 2 mal 1,5 ist eben 3. Genau. Das heißt, die beiden sind nur 1 Jahr voneinander entfernt, deswegen 43 ist es. Genau, ich könnte es eingeben, zack, boom, ich wäre fertig. Aber das ist mir viel zu langweilig, weil Gleichungssysteme was Wunderschönes sind. Und deswegen mache ich die wieder. Auch wenn ihr da vielleicht keinen Bock habt, dann spult ihr halt vor oder schaut es bei jemand anderen, wie gesagt. Aber so bin ich eben. Ich will es mal ganz ausführlich machen und ausprobieren ist blöd, deswegen ich werde es dann gleich mit Gleichungssystemen lösen. Gut, also. es gab mal eine Zeit, wo er doppelt so alt war wie seine Mutter. Ich bezeichne jetzt mal, mit X den Vater und mit Y die Mutter. Oder soll ich V und M nehmen? Ja, nee, ich werde mal V und M nehmen, das ist dann besser. Und zwar, es gab mal eine Zeit, wo er doppelt so alt war wie die Mutter. Also V war mal, oder ich mache es ein bisschen schöner schreiben, V war mal irgendwann M, aber es war ja eher doppelt so alt, deswegen muss die 2 wiederum zu der Mutter hin. Das haben wir schon mal geklärt. Wenn er doppelt so alt war, muss nicht die mal 2 auf seine Seite, weil wir wollen ja eine Gleichung herstellen. Und wenn wir jetzt die mal 2 zu ihm packen würden, wäre er 4-mal so alt laut der Gleichung. Und um das eben auszugleichen, dass er doppelt so alt ist, muss die mal 2 auf ihre Seite. Oder wir können auch das V durch 2 teilen. Das würde genauso gehen. Aber so geht's auch mit V ist gleich 2m. Und das ist wichtig anzumerken, das V, also das Alter vom Vater, steht jetzt nicht für 44, sondern das steht für das Alter, was im Prinzip, was er halt damals hatte, als er doppelt so alt war wie die Mutter, das ist ganz wichtig. Sondern ein Jahr später, also V plus 1, da galt dann, hier ist gleich M plus 1, aber da war er anderthalb mal so alt. Sprich, wir müssen dann 1,5 noch auf die rechte Seite packen, weil er war 1,5 mal so alt, also anderthalb mal. Und um das auszugleichen, müssen wir die 1,5 auf die andere Seite packen. Und ich schreibe das mit 3 halbe. So, weil 3 halbe ist dasselbe wie 1,5. Ne? Ich glaube, Bruchrechnung solltet ihr hoffentlich können. Dann haben wir jetzt beide Gleichungen. V ist gleich 2m und V plus 1 ist gleich 3 halbe mal m plus 1. Gut. Dann machen wir es einfach so, dass wir jetzt mal die obere Gleichung hernehmen, weil da haben wir ja schon V ist gleich 2m, die ist schon nach V aufgelöst, freundlicherweise. Und dieses V setzen wir jetzt in die zweite Gleichung ein. Dann haben wir jetzt nämlich, dass 2m plus 1, und die, ich werde es auch gleich mal ausmultiplizieren, ist gleich 3 halbe m. Plus 3 halbe. Okay, dürfte euch noch passen soweit. So, dann nehmen wir die gesamte Gleichung minus 3 halbe m. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das kriegen wir ja schon auch hin. Oder halt minus 1,5m, dass wir uns besser vorstellen können. Dann fliegt es nämlich, ich schreibe es hier so an den Rand hin, minus 3 halbe m machen wir. Genau. Und dann fliegt nämlich hier das 3 halbe m weg. Auf jeden Fall. Und links haben wir dann nur noch ein 0,5 oder halt dann ein halb m stehen. Plus 1 ist dann noch diese 3 halbe. Jetzt gehen wir der Platz aus. Ich muss mal kurz löschen. So, also wir hatten ein halb m plus... Was hatten wir? Plus 1 ist gleich 3 halbe hatten wir, oder? Oder? Ich glaube schon. Ja, doch hatten wir. Das passt nämlich, genau. So, dann nehmen wir die gesamte Gleichung mal 2 erstmal. Ich schreibe es wieder so an den Rand hin, mal 2. Dann haben wir nämlich einfach 2 halbe m und 2 halbe ist gleich 1, also einfach nur m. Plus 2 ist gleich 3, weil 3 halbe mal 2 ist wieder 3, weil sich die beiden Zweier im Nenner und im Zähler kürzen. Ja, und das nehmen wir jetzt nochmal 2 und dann haben wir, dass m gleich 1 ist. Und wie gesagt, mit m und v bezeichnen wir diese beiden Alter von denen, als der Vater gerade doppelt so alt war wie die Mutter. Genau, deswegen da war sie eben 1. Und jetzt kann man noch in einer beiden Gleichungen einsetzen. Wir nehmen die erste. Die erste war ja V ist gleich 2 mal M. Wir wissen, M ist 1, also ist V gleich 2 mal 1, also ist V gleich 2. Und deswegen haben wir dann die Lösung, dass eben zu der Zeit, wo er doppelt so alt war, da war V gleich 2 und M war 1. Genau. Das heißt, im Allgemeinen kann man sagen, dass der Vater 1 Jahr älter ist als die Mutter. Und da er gerade 44 ist, ist demnach eben dann die Mutter 43. So, haben wir ja schon vor Ewigkeiten rausgefunden, ich weiß. Aber ich liebe Gleichungssysteme und ich wollte es ausführlich machen, dass ihr auch nochmal das sehen könnt und die üben könnt, wenn ihr wollt. Weil ich habe ja auch hier, wie gesagt, einen Bildungsauftrag, ja. Und jetzt nehmen wir aber dann wirklich die 43. Luke, here's my answer. Ach ja.
Another puzzle solved. Kleidungssysteme sind einfach sowas Wunderschönes, oder nicht? Ich finde schon. So, stimmt genau, die Mutter ist 43 Jahre alt. Als der Vater 2 war, war die Mutter 1 Jahr alt. Im nächsten Jahr wurde er 3 und sie 2. Man muss sich bloß klar machen, dass dies die einzig mögliche Alterskombination ist, die die Vorgabe erfüllt. Wie genau? Halt im Prinzip ganz genau. Das Rätsel hat es halt wirklich quasi jetzt so erklärt, dass man es eher mit Ausprobieren lösen sollte. Weil das macht aber schon auch Sinn, weil das wäre ein bisschen blöd, wenn das Spiel tatsächlich so richtige mathematische Vorkenntnisse verlangen würde, wie eben das Lösen von Kleidungssystemen. Aber trotzdem, mit Kleidungssystemen geht es dann auch sehr, sehr elegant. Vor allem, da man eben halt jede Art von Rätsel dann auch so lösen kann. Auch mit ekligen Kommazahlen geht es dann eben auch. Und bei Kommazahlen, da geht halt dann Ausprobieren nicht mehr. Aber hier mit Kleidungssystemen geht es eben immer. Und das ist halt ganz schön. Okay. Was für eine Erleichterung. Nun kann ich endlich an etwas anderes denken. Ich danke Ihnen. Okay, gern geschehen. So, ich habe es einfach weggeklickt. Aber auf jeden Fall dann, das Bild hier geht dann mal zu Luke. Das passt schon. Das werden wir ja eh nochmal später dann nochmal genauer hin und her schieben zwischen denen. So, nochmal mit Jamie reden. Hat er vielleicht sogar auch ein Rätsel? Das wäre ziemlich witzig. Ah, Layton. Demnach, was man so hört, lösen sie gerne Rätsel nicht, war echt jetzt? Hier habe ich ein Exemplar, das selbst mir für einen kurzen Moment Kopfzerbrechen bereitete. Mal sehen, wie sie damit zurechtkommen. Wow. Hier waren 3 Leute im Raum gestanden und jeder einzelne hatte ein Rätsel. Das ist echt heftig. Rätsel 62, Erbendreieck für 40 Pikarat. Oh, okay. Mehr Mathe. Diesmal Geometrie offenbar. Okay, ich mag ja, wie gesagt, Geometrie auch nur so halb, aber das sieht tatsächlich sehr nach Pythagoras aus oder sowas, aber wir gucken mal. Ein Mann will einen seiner 3 Söhne seinen Besitz vermachen und stellt in seinem Testament eine recht ungewöhnliche Bedingung. Ich vererbe all mein Hab und Gut demjenigen, der die Fläche dieses Dreiecks dieses dreieckigen Bereiches meines Grundstücks zu errechnen vermag. Nun ist der komische Kauz verblichen und die Nachkommenschaft schaut in die Röhre. Jeder könnte die Fläche des Quadrats ermitteln, aber die des Dreiecks gibt allen Rätseln auf. Kannst du die Fläche des Dreiecks errechnen? Okay, das ist schon mal ziemlich cool. Darf ich zeichnen? Darf ich, perfekt. Das ist schon mal ziemlich cool. Auf jeden Fall gefällt mir, weil ich halt Mathe grundsätzlich mag, auch wenn es Geometrie ist, aber trotzdem, das ist auf jeden Fall ganz cool. Und ja, wir können das auf jeden Fall auch wieder auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Wir können zum Beispiel einfach umgekehrt ausrechnen, quasi. Denn ja, die Fläche vom Quadrat kann man relativ leicht bestimmen, denn das hat ja einfach eine Länge von 20 mal 20 Metern, sprich, das sind insgesamt 400 Quadratmeter. Das merke ich mir mal kurz. Ich schreibe mal auf. 400, ja, ich sollte mir ein bisschen Platz haben. 400... Quadratmeter hat das Ding, genau. Und wir können es jetzt so machen, dass wir einfach von den 400 Quadratmetern einfach die anderen Grasflächen, dass wir die einfach wegrechnen, weil das ist nämlich sehr viel einfacher, weil das können wir nämlich, weil das nämlich sehr, sehr schöne Dreiecke sind und von denen können wir die Flächen berechnen und das alles addieren wir zusammen und ziehen das dann von den 400 ab und kriegen dann die Gesamtfläche von dem Dreieck, das wir haben wollen. Das können wir so machen, meinetwegen. Weil ich meine, das könnte man auch bestimmt anders irgendwie noch machen. Auch doch mit Pythagoras oder so würde das auch gehen. Aber es ist sogar ein bisschen komplizierter, weil eventuell die Seitenlinien von dem Dreieck hier sogar vielleicht eklig sein könnten. Und deswegen machen wir es dann einfach so, wie ich es gerade erklärt habe. Okay, also wir wissen, die Gesamtfläche ist 400. Und wir wissen auch, dass dieses Dreieck hier eine Fläche von 50 Quadratmetern hat. Denn wie berechnet man die Fläche eines Dreiecks? Das wisst ihr hoffentlich, das ist Grundlinie mal Höhe mal ein halb. Also ihr habt hier irgend so ein komisches Dreieck. So eins zum Beispiel. Und dann berechnet ihr die Fläche davon, indem ihr eben halt die Grundlinie nimmt, also zum Beispiel diese hier. Und die Länge von dem Ding hier, nehmt ihr dann mal die Höhe, das heißt, von hier aus, in einem rechten Winkel nach oben zu der Spitze, also hier ist ein rechter Winkel, in einem rechten Winkel nach oben zur Spitze und nehmt dann diese Länge hier, die nehmt ihr mal, also multipliziert sie, und das Ganze noch mal ein halb oder halt durch 2 und dann kriegt ihr die Fläche. So, das Blöde ist, dass man oftmals die Höhe von so einem Dreieck nicht so ganz leicht mal rausbekommen kann. Das Schöne ist aber, dass rechtwinklige Dreiecke sehr viel einfacher zu berechnen sind, wenn es um die Höhe geht. Denn bei rechtwinkligen Dreiecken ist es einfach so, dass die Höhe dasselbe ist wie eine der Seitenlinien. Wenn wir hier ein rechtwinkliges Dreieck haben, also hier ist ein rechter Winkel, und wir wissen zum Beispiel, dass diese Seitenlinie hier, weiß nicht, 7 ist und die ist 6 oder sowas, keine Ahnung, dann wissen wir, dass wir jetzt einfach, um die Fläche zu berechnen, dass wir einfach nur diese 7 mal nehmen müssen, eben die Grundlinie, und das mal die Höhe nehmen müssen, sprich in einem rechten Winkel weg bis zu der Spitze. Und das ist ja eben genau diese Linie hier. Deswegen sind es dann einfach diese 6 hier. Deswegen, um von einem rechtwinkligen Dreieck die Fläche zu berechnen, nimmt ihr einfach die eine Seitenlänge, die beim rechten Winkel ist, die Kathete auch genannt, und mal die andere Seitenlänge bei dem rechten Winkel, also mal die andere Kathete, und das noch durch 2. In diesem Fall wäre das dann jetzt 21, weil 7 mal 6 ist 42, durch 2 ist 41, oder halt 21 meine ich, genau. Und das Schöne ist, dass es eben alles rechtwinklige Dreiecke sind. Deswegen, das hier ist ein rechtwinkliges, und auch das hier ist eines. Und auch das hier ist eines.
So, wunderschön. Ich hoffe, ihr wisst es, wenn man einen rechten Winkel irgendwo einzeichnen will, dann macht man da eben so einen Strich und dann noch so einen Punkt mitten rein. Genau. Deswegen wissen wir eben, dass das Dreieck links oben, dass das eine Fläche von 10 mal 10 durch 2 hat, sprich 50. Schreibe mal hier so rein, genau. Dann das Dreieck rechts oben, das, ich meine, das sind ja auch wieder 10 hier, das hat dann eine Fläche von 10 mal 20 durch 2, sprich 100 Quadratmeter. Und das untere hat auch wieder mal 10 mal 20 durch 2, also auch wieder 100. Genau. Deswegen, die grüne Grasfläche außenrum sind insgesamt 250 Quadratmeter. Wir wissen, das gesamte Quadrat hat 400 Quadratmeter, deswegen wissen wir, dass dieses innere Ding hier 150 Quadratmeter besetzt. Und das ist die Lösung. Okay. War doch eine ganz coole Rechnung, oder? Ich finde schon. Also eigentlich, wie gesagt, Geometrie mag ich nicht so hundertprozentig gerne, aber wenn es so relativ leicht ist wie hier, dann ist eigentlich Geometrie schon was ganz Schönes. Vor allem mit rechtwinkligen Dreiecken zu rechnen, das ist ziemlich cool, weil die tolle Eigenschaften haben, die wir auch hier haben sehen können. Vor allem, wenn es darum geht, die Fläche zu berechnen, ist es wirklich sehr einfach, da man eben einfach die beiden Katheten multiplizieren muss, also die beiden Linien eben am rechten Winkel und dann noch durch zwei teilen und schon hat man die Fläche. Das ist echt ziemlich cool. Auf jeden Fall, dann 150 dürfte stimmen, aber kurz nachrechnen. 100, 150, 400 war es insgesamt, das Abziehen macht 150, also ja, dürfte passen. So, 150. Okay, sollte soweit stimmen. Luke, here's my answer. Yay, wirklich auch ein schönes Rätsel. Every puzzle has an answer. Das muss ich nochmal erwähnen, das ist wirklich richtig cool hier am ersten Professor Layton noch, dass hier wirklich vergleichsweise viele Mathe-Rätsel vorkommen, weil die haben mir schon in den 3DS-Teilen dann ein bisschen gefehlt, weil es da wirklich ganz, ganz... Ah, die haben eine andere Lösung gefunden, siehst du mal. Auf jeden Fall, die haben mir wirklich in den 3DS-Teilen ziemlich gefehlt, weil da wirklich relativ selten dann welche von denen kamen, muss ich schon zugeben. Und deswegen ist es umso schöner, dass dann hier wirklich viele von denen vorkommen. Finde ich echt cool. Auf jeden Fall, die Lösung von denen war eine andere offenbar. Stimmt genau, 150 Quadratmeter. Es gibt mehrere Lösungswege. Folgender ist besonders interessant. Wenn du die Darstellung unterteilst, wie in Abbildung 1 gezeigt, siehst du, dass A und B einander entsprechen. Ja, das sehe ich. Wenn du A nach B bewegst, wie in Abbildung 2 gezeigt, kannst du schließlich zwei rechtwinklige Dreiecke bilden und der Rest ist einfach. Dann kann ich zwei rechtwinklige Dreiecke bilden, das stimmt. Und dann kann man es auch relativ leicht rauskriegen. Das ist ja auch dann hier in der Grafik schön angezeigt, dass dann eben das eine Flächenstück, das noch links oben ist, hat dann eben 50, wie wir auch ausgerechnet haben. Und dann das gesamte rechte Dingens ist, hat dann eben 100. Und beides addiert, ergibt dann eben 150. Okay. Was man zum Beispiel auch noch interessanterweise machen könnte, ist, dass man noch die kleine Fläche, die rechts oben ist, dass man die auch noch da so rechts unten hinpackt. Also so ähnlich, wie es auch schon hier gemacht wird. Denn hier wird es ja so gemacht, dass eben das kleine Stückchen, das kleine Dreieckchen A an die Stelle B hingepackt wurde. Man könnte es aber eben auch noch so machen, dass man bei dem kleineren Quadrat rechts oben, dass man dort die orangene Fläche nimmt und die dann nach rechts unten hinpackt in diese freie Grasfläche, weil die nämlich auch da exakt reinpasst. Und dann hat man nämlich rechts unten ein komplettes Quadrat mit einfach 10 mal 10, also 100, und dann noch eben links unten das andere Dreieck, das genau die Hälfte hat, von 100, also nochmal 50, und so kommt man auch auf die Lösung. Deswegen, ja, es gibt hier wirklich verschiedene Möglichkeiten, um das irgendwie elegant zu lösen, aber im Prinzip finde ich auch, dass unsere Lösung auch sehr schön war, auf jeden Fall. Okay, aber so oder so ein echt cooles Rätsel. Beeindruckend. Offenbar sind die Gerüchte um ihre Fähigkeiten doch nicht ganz gegenstandslos. Aber kommen Sie nicht auf dumme Ideen, sondern überlassen Sie die Detektivarbeit schon mir. In der Zwischenzeit können Sie sich ja mit der Suche nach diesem goldenen Apfel vergnügen. Okay. Gut. Dann würde ich mal erstmal sagen, Leute, was ist hier für diesen Part von Let's Play Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Beim nächsten Mal wird es dann damit weitergehen, dass wir bei Ramon vorbeischauen. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, wo der jetzt eigentlich ist. Eventuell muss ich wieder jetzt ein Stockwerk nach unten gehen und dann steht er da rum oder so. Oder ist er vielleicht wieder in der Bar? Nee, kann gar nicht sein, weil die hat ja tagsüber nicht geöffnet, oder? Ich weiß gar nicht genau, wo der eigentlich ist. Werden wir schon noch herausfinden. Und dann eben auch mit ihm sprechen und dann mal gucken, was es denn mit seiner Amnesie eigentlich auf sich hat. Weil das ist ja schon sehr seltsam, oder? Ich finde schon. Gut, auf jeden Fall würde ich mich da noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.